Herzlich willkommen zum Webinar zum Thema Klimadesinformation. Ich freue mich ganz doll, dieses Webinar moderieren zu dürfen. Ich werde gleich die Speakerin von heute Abend vorstellen. Zuerst gebe ich aber ein paar technische Hinweise. Der erste ist schon gleich ganz wichtig, deswegen vorweg. Wir haben eine Dolmetschung für heute Abend organisiert. Das heißt, wenn Menschen gleich das Englische ins Deutsche übersetzt haben wollen, dann finden Sie unten in der Leiste einen Button, der heißt Dolmetschen. Da können Sie draufklicken und sich dann auswählen, auf welcher Sprache Sie das Webinar durchgehend hören wollen. Same goes for English. If there are English-speaking people here that want to have a translation into English, please see below. There's a button where you can click and choose the English channel. Ich werde Deutsch sprechen. Wer beide Sprachen hören will, kann auch im großen Saal bleiben. Das Thema heute Abend ist Klimadesinformation. Ich bin mir sicher, Sie werden alle damit in irgendeiner Form in Berührung sein, sei es auf sozialen Medien, sei es in Chatgruppen, am Essenstisch, bei Familienfeiern etc. Es ist ein Thema, das auch mich als Journalistin sehr viel beschäftigt und ich habe das Gefühl, es fehlt ganz stark an Austausch darüber und auch an den Informationen, wie, was man dagegen tun kann, was vielleicht auch schon für positive Beispiele es in der Bekämpfung gegen Klimadesinformation gibt. Deswegen freue ich mich besonders heute, dass wir diese ganze Range abbilden werden. Wir haben drei Speakerinnen, die sowohl die wissenschaftliche als auch die politische Dimension von Klimadesinformation heute auffächern. Es wird so ablaufen, dass wir drei Inputs haben und danach recht lange Zeit für ein Q&A, für Ihre Fragen. Sie können während der gesamten Veranstaltung schon anfangen, Ihre Fragen unten in dem F&A, Fragen und Antworten oder Q&A zu stellen. Der Chat ist für Fragen geschlossen, aber Sie finden das, glaube ich, unten in der Leiste und wir freuen uns über eine rege Beteiligung der Fragen. Jetzt möchte ich gerne die Gäste vorstellen. Als erstes Jenny King. Sie arbeitet für das Institute for Strategic Dialogue und leitet dort die Abteilung Klimaforschung. Und sie ist heute aus London zugeschaltet. Dann haben wir Alexandra Gese. Sie ist Mitglied des Europaparlaments und dort die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen und Digitalexpertin. Und Michael Bloß. Sie kennen sowieso wahrscheinlich alle Speakerinnen, auch Mitglied des Europaparlaments und dort Sprecher für Klimaschutz, Umweltschutz, Industrie, Forschung und Energie. Ich freue mich, wenn später ein Gespräch auch zwischen Ihnen dreien entsteht. Ich habe nämlich gehört, dass Sie miteinander noch nicht alle untereinander gesprochen haben und wäre schön, wenn Sie auch gemeinsam heute voneinander lernen können. Dazu herzliche Einladung und ich würde Jenny King Sie bitten, einfach jetzt schon mal Ihren Bildschirm zu teilen und dann können wir mit den 15 Minuten Input mit Ihnen beginnen. Super, perfekt. Fantastic. Thank you so much, everyone, for having me here today. I will try to speak at a pace that works for the translators and to give you at least an overview of the threat landscape as it relates to climate mis and disinformation, and really how we have arrived at this point in time where it feels like every conversation related to climate action or even adjacent to policies that have climate benefits are all somehow being swept into this conspiratorial us versus them, incredibly divisive framing. Where I think it's important to start is to say that, as with almost any public policy area, if you want to achieve action on climate, it requires a shared sense of reality and a common understanding of what the viable pathways going forward are, including the potential trade-offs that are associated with those pathways. So, what does a net zero transition or what does decarbonization look like for a specific community in Baden-Württemberg, for Berlin, for Germany as a country, for the European Union as a region, and for the whole globe? Those are absolutely essential conversations. However, for the first time in 2022, so last year, the IPCC, which is the body that is responsible for producing the most comprehensive climate science that exists in the world, their report formally recognized mis and disinformation
and what they called the politicization of science as key barriers to action. And they said that having a response to that information environment was going to be absolutely critical in achieving the goals of the Paris Agreement. I'd just like to start with one quote from that report, which said, "Vested economic and political interests have generated rhetoric and misinformation that undermines climate science and disregards risk and urgency." And what they said was the conclusion of that is that public misperception of climate risks and polarized public support for climate actions were weakening the consensus, and it was extending the timeline. So it was extending that period, that window, where we're able to achieve meaningful progress. So when we talk about why mis- and disinformation matters, why we should be concerned at all about this information landscape, that is the reason why, is that there is a clear end goal here for anyone invested in the climate movement. And it's that we need substantive legislation, we need collective action, and all of that is reliant on a common understanding of the problem. What I would say about climate is that it is the victim of a trend that has befallen a number of other public policy issues: migration, public health, sexual and reproductive health rights, racial justice. And that trend was so clearly observed and in fact turbocharged by the experience of the COVID-19 pandemic. And what that means is that we've arrived at a place where climate has become a lightning rod for conspiracism, for mistrust of institutions, and at a fundamental level for exploiting social divisions in ways that are not necessarily related to net zero, but are related to the fractures that exist in countries like Germany and other member states across the EU. And so, you know, to use the technical term, we would say that climate is a focal point in this hybrid threat landscape. And what that means is that you have traditional climate deniers and climate delayers that are merged with a much broader universe of extremist and conspiracy movements, of professional disinformation outlets, of parts of the political ecosystem. And then sitting alongside all of that, you have the persistent challenge of greenwashing and of actors who are trying to present themselves as climate progressive. They want to be seen as kind of part of the solution. But in fact, their objective is to push non-transformative solutions to maintain the carbon economy and to weaken the public's resolve, the public's desire and appetite for more ambitious action. The question that we often get asked at ISD is, why is this happening now? Why does it feel like climate mis- and disinformation has suddenly reached this unsustainable point where it is not just present, but it's in fact dominating every aspect of discussion in public life? And the simple response that I would give to that is that mis- and disinformation, including the most extreme forms of conspiracy thinking, thrive in moments of crisis. And the unfortunate reality is that we are living in a period of time where a whole range of crises are happening in tandem. And I've put a couple of them on the screen, but these are by no means the only ones. So we had the pandemic and the enormous kind of collective trauma of that experience, the way that it changed people's lives overnight, the economic aftershocks of that moment. And all of those things were then compounded by Russia's full-scale invasion of Ukraine and the repercussions not only for energy supply chains, but also for geopolitics, for international relations, for the ways that government talk about their own domestic politics and what should be prioritized. You have escalating inflation and the fact that people are in a very real and practical way struggling to survive, struggling to pay their bills, struggling to get from one day to the next. And alongside all of this, you have some very big generational challenges, including a undeniable gap between the wealthiest in society and the perceived working class. So those who are being marginalized by the current economic system. And sitting alongside that, you have a historic erosion of trust in institutions. So all of those traditional pillars of society that were relied upon to provide information and to be kind of trusted gatekeepers for understanding these complex policy areas: government, the media,
academic institutions, universities, all of them have been undermined, and their credibility is now in a very different place than it was 5 or 10 years ago. So this really creates the perfect fertile soil for mis and disinformation to thrive. In order to deal with a problem, you have to know what you're talking about. And one of the other big issues is that there hasn't really been a coherent definition of what we mean when we say climate mis and disinformation. And there is largely still a very narrow conception that views that only in terms of climate denial. So people who reject the idea that climate change exists, or reject the association between fossil fuels or human activity and environmental impacts. And that kind of content definitely still exists, both online and offline, but it really doesn't have the same kind of social license and currency that it did even in the early 2010s. You know, public opinion has shifted an enormous amount in the past 10, 20 years. And actually, there was a Eurobarometer survey just a few weeks ago, which said 93% of European citizens who were surveyed said that they believe in climate change and that they want action. There is an enormous gap, though, between that recognition of the problem and actually doing something about it and having a kind of meaningful legislative agenda that is capable of dealing with the problem. And it's in that gap between recognition and action that you really see the focus of most information warfare taking place. And that's where the content under pillar two of this definition becomes really important. It's about manipulating the scientific data in order to mislead people about what is a realistic pathway forward, what kind of solutions are viable, which ones make sense economically, which ones make sense environmentally, and in the process, trying to discredit anyone who is associated with the scientific or the climate movement, whether they are activists or politicians or experts. And then the third pillar at the bottom here, I've sort of already alluded to, which is this pillar of content that is seen as being progressive, seen as being supportive of climate goals, but is actually going against the scientific consensus. So, you know, you might have in that bracket things like carbon capture and storage, and saying, we don't need net zero targets. We don't need to change energy infrastructure. We don't need to phase out fossil fuels, because instead we are going to create some magical technology which will suck all of the carbon out of the atmosphere. So it kind of seems like it's being part of a forward-looking conversation, but in reality, it is distracting from what the current situation is and the real toolkit that we have at our disposal to deal with that problem in real time. The last few things that I want to highlight before I hand over to Michael and to Alexandra are, who is engaged in this space? Who stands to benefit from spreading mis and disinformation around climate? And again, I want to widen people's lens of the way that they think about this problem, in that it is not just the fossil fuel industry and their extended universe of lobbyists and think tanks. Those actors remain vital in the information space. They are investing billions of dollars on an annual basis for traditional forms of advertising, for political lobbying and influence campaigns, and also increasingly working with digital influencers. So, you know, using Instagram bloggers or viral comedians on TikTok or celebrity chefs on YouTube to normalize fossil fuel talking points. So I'm not by any means saying that that doesn't exist, but they are not the only stakeholders in this space. And I'd like to draw everyone's attention to the other two groups that I have on this slide here. The first is hostile state actors. And in the context of Germany, that is very specifically pro-Kremlin and Russian affiliated propaganda networks. And we know from the research that ISD has done in Germany and elsewhere that the two narrative lines with the most emotional resonance and impact at the moment are, your government cares more about climate change and the Ukraine war than they do about you as citizens. And it's an extremely successful set of rhetoric, and it is obviously normalized through extreme right-wing politicians within Germany itself, parts of the media ecosystem that kind of take talking points from Russia Today or from Sputnik or from Telegram channels and bring them into mainstream conversations within Germany.
So there is a very clear foreign state incentive to use climate as a way to divide German society, as well as to maintain reliance on Russian oil and gas. And then the final universe of actors who are often, I think we underestimate how much power they hold within society and within public influence, are what we call the outrage economy. And just to break down what that means, these are the people who have identified a business model and a profit incentive for spreading totally wild, unsubstantiated claims, hate speech, abuse, clickbait, mis- and disinformation, conspiracy theories across social media. And for them, it is not necessarily a professionalized endeavor. You know, these are not always people with millions or billions of dollars at their disposal, and they don't necessarily have a defined tactical playbook or a defined messaging playbook, because their objectives aren't really to do with climate change. Their objectives are to do with cultivating a personal brand and generating as much revenue for themselves as possible, either through advertising. So, you know, every time you watch a YouTube video and you see an advert pop up, that creator is generating revenue through that advertising. It might be through merchandising. So, you know, they become a popular online figure and they suddenly have t-shirts and hats and tote bags that they get their subscribers to buy. Or it's about channeling people towards subscription content. So, you know, you post a wild conspiracy on Twitter or something totally wild on YouTube, and you funnel people towards your Substack or your blog, where people are paying a monthly subscription in order to access your fuller analysis of current events. So as climate has become more and more central to the so-called culture wars or to identity politics, as it's seen as being this divisive topic, more and more actors in the online space are identifying that they can get likes and clicks and comments, and they can go viral by spreading mis- and disinformation on this topic. And all three of these groups, really crucially, and this is where I will finish today, all of them are relying on the enabling environment of social media. And what I mean by that is that all platforms, doesn't matter whether you think that they are good or bad, whether it's TikTok or Facebook or Telegram or Truth Social or Nextdoor or any of these platforms, they are all optimized for engagement, which means that the thing that is most valuable for them is your eyeballs. It's you staying online for as long as possible. And as a result, they have created systems and architectures to those platforms that are designed for that purpose. They are not trying to optimize for safety. They are not trying to optimize for us having good faith discussions where we really have, you know, constructive debates about important public policy issues, right? What they want is the machine to churn as much engagement as possible. And so the kinds of measures and the kinds of tools that they've put in place enable all of the bad actor behavior coming from the fossil fuel industry, from hostile state actors, and from these kind of professional disinfluencers, as we might refer to them, across social media. And then the final point where I wanted to end is this only about climate action? And my answer would be no. When it comes to climate mis- and disinformation, there are now bigger issues at play. Of course, there is still a concerted effort to distract the public from the realities of climate change, and ultimately to drive a wedge in between citizens and decision makers so that you never ever pass policies. But I don't think that that is the only objective. At the same time, I think that climate is being used as a weapon to weaken trust in liberal democratic systems. And that can take place within a country. So within Germany, it might be about, you know, extreme right-wing parties versus the mainstream. It might be about East Germany versus West Germany and kind of exploiting those historic divisions. Within Europe, it might be about pitting Poland against Germany and saying, well, why isn't Poland allowed to develop its coal infrastructure? This is all about Germany maintaining its economic dominance and keeping us on the margins of the region.
It might also be about pitting the global north versus the global south. So saying net zero is a neo-colonial agenda. It's part of Western imperialism, and it's a way of keeping sub-Saharan Africa in poverty while Europe is allowed to, you know, go from success to success and give its citizens the best possible economy and lifestyle. So beyond just climate, it is also about weakening all of the fabric of society and weakening the way that citizens engage with institutions so that there is no belief in the policymaking process at all. And obviously that is going to affect climate, but it's also going to produce wider electoral outcomes like the rise of extremist fascist parties in mainstream life. And I think, you know, we're seeing that very obviously in Germany at the moment. And I will leave you with one thought, which is an analogy that Alexandra has heard multiple times now, as to what is actually taking place when you go online as a user. And this is the best analogy that I've been able to come up with is, think about the Netflix show or the Amazon Prime show that you watch and that you know is really rubbish. You watch it, but you hate it. Best example that I have is Emily in Paris. I'm sure that there will be more local examples within Germany. And there's kind of a collective agreement that this is very bad television. It does not reflect anything good about cultural creation. And yet it's the top trending show across multiple geographies. Now, this is really a perfect reflection of what is taking place when you log on to Meta or TikTok or YouTube or Instagram or Twitter, which is the stuff that sits in that gray zone. It's not quite bad enough that it's going to be taken down through content moderation. You know, it doesn't contain active hate speech. It isn't trying to recruit people into terrorist groups. It isn't child sexual exploitation material, but it is divisive. It is trying to weaponize public discourse. It is trying to create divisions between communities. That's the stuff which everybody engages with, even if they hate it. They post an angry comment underneath, or they quote tweet it, or they screenshot it and they share it with their friends. And as a result, the algorithm of the platform sees all of that taking place and goes, ooh, this is the stuff that is keeping people online. This is the stuff that is keeping people browsing endlessly through their news feed, even if the emotion underneath is one of anger rather than one of learning. So I'm going to now boost that content and make sure that it's the most visible thing. And that's why many people are surprised when they go online and it feels like the most toxic versions of discussions are the things that they are being presented, even when they haven't asked social media for that kind of content. So it's just a useful way of understanding why that's taking place and the fact that it's actually sort of baked into the way that these social media platforms are built. And on that very cheery note, I will just leave you by saying, if you want to understand a little bit more about the actual narratives, so what is being spread online? What are the what's the tactical playbook for these information operations? We are constantly producing research. Some of it is much shorter, some of it is longer. And you are welcome to go onto the ISD website, but also onto our wider coalition, which is called Climate Action Against Disinformation. And you're able there to sign up to various newsletters and to read everything that we've produced to date, including some really proactive materials on what you do if you're a journalist or what you do if you're a civil society organization in order to navigate this very difficult space and hopefully produce things that do break through the noise and engage members of the public in a more constructive way. And I will end there. Thank you so much. Thank you so much. Ich spreche jetzt wieder auf Deutsch. Vielen Dank für diesen Input. Ich glaube, es ist für alle extrem hilfreich, erstmal so einen wissenschaftlichen Frame zu haben für das, worüber wir jetzt gleich noch im Detail auch auf Beispiele gucken. Und zu der etwas vielleicht depressiven Note, mit der das Ganze geendet hat, hat Alexandra Gese mir vorab schon im Gespräch gesagt, dass sie versuchen wird, das Ruder rumzureißen und dem etwas entgegenzusetzen, ein bisschen einen Ausblick darauf zu geben, was schon passiert und wo es Möglichkeiten gibt. Zuerst kommen wir aber zu einem kurzen Input von mir.
Michael Bloss, ich habe schon gesehen, dass Sie auch viel genickt haben jetzt gerade in dem Input von Frau King. Sie geben jetzt ein paar Beispiele aus der legislativen Praxis und möglicherweise auch aus anderen Erfahrungen, die Sie persönlich machen mit Klimalügen. Ich bin ganz gespannt. Sie haben keine Präsentation, Sie können einfach loslegen. Genau, also vielen Dank und genau, bevor es gut wird, komme erstmal noch ich und erzähle so ein bisschen aus dem, was ich so ja, täglich erlebe und was wir hier im Europaparlament erleben. Ich bin sozusagen, habe hier mit eigentlich fast allen großen Klimagesetzgebungen zu tun und ich glaube, das war jetzt richtig ein guter Input für mich, aber vielleicht auch für viele, die zuhören, weil viele stellen sich so diese Frage: Wie kann das eigentlich sein? Ja, wir sagen ja immer, die Wissenschaft ist ja relativ klar in der Klimakrise. Also es gibt einen sehr, sehr großen Konsens, was da passiert. Und die Notwendigkeit des Handelns ist oft von der kompletten wissenschaftlichen Community gesagt worden und trotzdem passiert so wenig. Und ich glaube, so langsam fange ich an zu verstehen, was da so eigentlich alles dahinter steckt. Vielleicht nur mal aus dem... wie wir hier im Parlament arbeiten. Also, und da kann ich auch sehr gut anknüpfen zu dem, was gerade gesagt wurde. Wir arbeiten ja immer hier so, dass es wird ein Gesetz vorgestellt und dann kommen alle aus allen verschiedenen politischen Fraktionen, kommen dann die Berichterstatterinnen und Berichterstatter zusammen und besprechen dieses Gesetz. Zum Beispiel das Europäische Klimaschutzgesetz, was ich ganz am Anfang verhandelt habe, wo es darum ging, die Klimaziele für das Jahr 2030 festzulegen. Und es ist ja wirklich so, dass, also die meisten politischen Fraktionen, die glauben an oder die sehen die Klimakrise als wahr an. Und dann diskutieren wir darüber, in welche Richtung wir gehen können, auf welchen wissenschaftlichen Grundlagen wir wie viel erreichen können. Und die Rechtsextremen, also in dem Fall waren das dann immer die Vertreterin der AfD, die leugnen die Klimakrise insgesamt und sagen, die gibt es gar nicht und sagen, es ist sozusagen alles bestellte Wissenschaft und es wäre nicht nachweisbar oder es ist alles innerhalb von dem, was im normalen Schwankungsbereich des CO2-Gehalts in der Atmosphäre liegt oder es ist gut für fürs Pflanzenwachstum. Also da kommen immer solche Geschichten und in diesen Beratungen ist es eigentlich relativ irrelevant, weil man denkt sich dann immer nur so, ja, okay, so jetzt hat die Person von der AfD wieder was gesagt und also jeder weiß, dass das irgendwie nicht stimmt. Also es stört da eigentlich nicht so richtig in diesen Beratungen. Ich glaube, das Gefährliche daran ist natürlich, dass das immer aufgenommen wird, auf Social Media dann geteilt wird und man innerhalb von einer Institution mit dem Europäischen Parlament plötzlich sieht, ah, selbst dort in dieser Institution wird sowas ausgedrückt, dann kann es ja gar nicht so falsch sein. Aber sozusagen das, die erste Form, also dieses direkte Klimaleugnen, nehme ich wahr, die direkte Arbeit beeinflusst es nicht so sehr. Ich glaube, das ist eher das Zweite, nämlich, das wurde ja auch schon angesprochen, diese falschen Lösungen oder diese Vorgabe, eine Lösung zu sein, aber eigentlich in eine ganz andere Richtung zu arbeiten. Zum Beispiel verhandeln wir gerade das Klimaindustriegesetz quasi. Also da geht es darum, können wir Industrien in Europa ansiedeln, die dem Klimaschutz dienen und wo man auch Arbeitskräfte schaffen kann, Arbeitsplätze schaffen kann, wirtschaftlichen Wohlstand nach vorne bringen kann. Und die Idee war, dass wir eben sowas wie die Solarproduktion von Solaranlagen in Europa ansiedeln, von Windkraftanlagen, von Wärmepumpen, von Elektrolyseuren, von Stromkabeln, also all diese Dinge, die es eben braucht für diese Energietransformation, dass man die dann auch in Europa herstellt. Bei der Anhörung dann hatten wir Öl- und Gasunternehmen und die haben gesagt, ja, also wir kriegen das ja alles hin, wir brauchen nur die sogenannte CCS-Technologie, also eben, dass man sozusagen das CO2 an einem Gaskraftwerk zum Beispiel abscheidet beim Austritt und dann verpresst unter der Erde. Und deswegen muss man ja gar nicht so sehr auf die erneuerbaren Energien umstellen, sondern man kann ja mit dem weitermachen, was es bisher sowieso schon gibt, Kohle und Gas, und macht es einfach grün. Jetzt sagt natürlich uns, also wenn man sich das ganz genau anschaut, dann gibt es solche Technologien, aber die werden nie so sein, dass man
alles komplett, also man wird nicht diese 100% des CO2s auffangen können oder wenigstens dann nur mit einem exponentiell ansteigenden Energieaufwand, der das nicht gerechtfertigt. Und die Erneuerbaren sind natürlich viel, viel günstiger. Aber trotzdem wird das sozusagen jetzt als also nach vorne geschoben und durchaus sozusagen von konservativen innerhalb des Parlaments ist jetzt die Idee, dass wir in diesem Gesetz einfach eigentlich nur noch über CCS reden und gar nicht mehr über so Klimaindustrie. Das ist also viel, viel gefährlicher, weil die richtige Lösung sozusagen abgewürgt wird durch so eine Force Solutions. Da könnte ich auch noch mal über die E-Fuel-Debatte reden beim Verbrenner aus. Also da haben wir das ja auch erlebt, dass plötzlich diese E-Fuels die Automobilindustrie in Europa retten können. Wobei also es schon klar ist, dass wir gar nicht so viele E-Fuels produzieren werden können. Und es gibt auch kein Automobilunternehmen zum Beispiel, der das haben möchte, aber es war plötzlich dieses Ding, was dann doch die Lösung ist, dass alles so weitergehen kann und es gar keine kleine Änderung gibt. Als dritten Strategie würde ich sagen, was wir oft erleben, ist diese Form von Übertreibung der Last und das Herunterspielen der Kosten der Klimakrise. Also das beste Beispiel dafür war für mich das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Da hatten wir vor dem Sommer ein riesengroße Auseinandersetzung im Europäischen Parlament. Gerade die Konservativen sind da sehr stark eingestiegen und haben gesagt, also wenn wir jetzt auch noch Klimaschutz in der Natur betreiben wollen, durch zum Beispiel Wiedervernässen von Mooren, aber auch dadurch, dass die Landwirtschaft ein bisschen umweltfreundlicher betrieben wird, dann gibt es zu wenig Essen in Europa. Also dann können wir die Bevölkerung Europa nicht mehr ernähren, was natürlich eine absolute Übertreibung ist. Es stand auch auf keiner wissenschaftlichen Grundlage, aber das war es. Ich glaube, es hat darin gegipfelt, dass es dann Sharepics, also Bilder für Social Media gab von Seiten der Konservativen, die gesagt haben, also wenn dieses Gesetz durchkommt, dann müssen die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rovaniemi in Finnland müssen dann umgesiedelt werden, weil diese Stadt, die muss dann komplett begrünt werden und als sozusagen das Moor darunter muss freigelegt werden. Also die verlieren dann alle ihr Zuhause. Also eine absolute Übertreibung der Last, wo das natürlich also entbehrt jeglicher Grundlage. Ich glaube, wir haben sowas Ähnliches auch im Gebäudeenergiegesetz gesehen. Also dieses Übertreiben von, also wenn wir jetzt sagen, das Gebäudeenergiegesetz verabschieden, dann müssen ab nächstem Jahr muss dann irgendwie jeder seine Heizung auswechseln. Und gleichzeitig immer das Herunterspielen der Kosten für die Klimakrise. Bei diesem Gesetz zur Wiederherstellung der Natur war es eben so, es gab wirklich wieder eine breite wissenschaftlichen Konsens, dass wir sowas brauchen, dass es absolut notwendig ist, dass sozusagen die Kosten von keinem Klimaschutz in der Natur viel, viel höher sind, als wenn wir jetzt damit anfangen. Aber das wurde nicht gehört und am Ende haben wir dann zwar gewonnen, wir haben jetzt so ein Gesetz in diese Richtung, aber es ist total entkernt. Ich möchte als letzten Punkt noch nennen in dieser öffentlichen Auseinandersetzung, ich glaube, das merken alle auf X oder Twitter, also wenn man über die Klimakrise oder über ähnliche Ereignisse, die Energiewende kommuniziert, dann hatte ich vor einem Jahr irgendwie noch, weiß ich nicht, so im Schnitt 3 oder 5 Kommentare und jetzt habe ich so im Schnitt 100 Kommentare plus. So, und also und von den 100 Kommentaren sind ungefähr dann 90, ich weiß es nicht, ich schaue mir das nie an, ehrlich gesagt, aber das stimmt alles nicht, das ist Quatsch. Hier ist irgendwie ein Wissenschaftler, der was komplett anderes sagt. Und die Strategie, die dahinter steht, ist ja diese, ich sage das jetzt mal, flood the street with shit. Also so viel Mist einfach irgendwie produzieren und kommentieren, so dass es keinen Spaß mehr macht für mich, auf dieser Plattform zu sein, die Konversation, auch die Unterhaltung, auch den Diskurs zu suchen mit denjenigen, die darüber reden wollen und für all diejenigen, die darüber reden wollen, die mit mir darüber reden wollen, mit mir überhaupt nicht mehr reden können in einer sinnvollen Art und Weise, weil ich sie gar nicht mehr wahrnehme. Also das passiert einfach unglaublich stark. Und ich glaube, das ist eben ein Grund dafür, warum wir am Anfang dieser Legislaturperiode ein unglaubliches Drive und Dynamik für den Klimaschutz
bekommen haben. Ich glaube, damit wurden wir sehr gefährlich für sehr viele Interessen, die ja gerade genannt wurden, zum Beispiel die fossilen Interessen. Und wie das jetzt alles abgebogen und runtergedämmt worden ist, das ist schon sehr krass. Mir macht es echt große Sorgen, weil ich glaube, also ne, es gibt unterschiedlichste Interessen. Es gibt das Interesse, den Staat als Institution zu schwächen. Es gibt das Interesse der fossilen Lobby, ihr Business Model weiterzuführen. Aber jetzt bin ich total gespannt und hoffnungsvoll, was uns Alexandra gleich erklären wird. Danke für die Überleitung und die vielen konkreten Beispiele. Das war schon die Überleitung, würde ich sagen. Nur kurz für alle, die zuhören, zum Ausblick. Wir haben jetzt nochmal den letzten Input und dann Zeit für Fragen. Und es gibt auch schon einige Fragen hier im Tool und herzliche Einladung, weitere Fragen zu posten. Wir sichten die nebenbei und werden davon gleich viele stellen. Ja, danke schön. Einen schönen guten Abend an alle. Da ist ja jetzt eine sehr hohe Erwartungshaltung an mich. Ich weiß nicht, ich fürchte, ich kann das nicht erfüllen, weil so die perfekte Lösung fürs Problem habe ich auch nicht. Sonst würde ich das sicherlich schon anwenden. Aber ich habe in den letzten Monaten ein paar Ideen gesammelt, was man denn tun könnte. Ich würde nur einfach gerne noch mal ein kleines Spiel machen mit allen, die zuhören und sich gleich rege beteiligen werden, um einfach auch mal deutlich zu machen, wie stark diese Desinformation in den Köpfen landet. Es gibt eine Zahl, die ist sehr interessant, die sagt etwas von einem seriösen Meinungsforschungsinstitut in Deutschland. Die hat mal abgefragt, wie viele Menschen in Deutschland denn glauben, dass die Grünen eine Ökodiktatur in Deutschland errichten wollten. Und vielleicht können mal alle in den Chat schreiben, wie hoch sie diesen Prozentsatz halten würden. Also wie viel Prozent der Deutschen glauben, sind überzeugt davon, dass die Grünen eine Ökodiktatur in Deutschland errichten wollen. Gerne antworten in den Chat. Und wer es errät, bekommt eine schöne Tasche von mir zum Beispiel. So, jetzt aber ein bisschen ernster. Es gibt verschiedene Arten von Antworten. Es gibt Antworten im Bereich der Gesetzgebung. Und es gibt natürlich Antworten, wie wir als Partei, in diesem Fall Micha und ich als Grüne Partei reagieren können, wie die Zivilgesellschaft reagieren können, natürlich gerade die Klima-NGOs, wie die Medien, die Journalistinnen reagieren können, ja, was wir alle zusammen machen können. Ich würde mal anfangen mit dem Thema gesetzliche Antworten. Ich sehe noch keine Antworten auf die Frage, wie viele Deutsche glauben daran, dass die Grünen eine Ökodiktatur sind. Frau Gesel, leider können die Zuhörerinnen nicht in den Chat schreiben. Das haben wir vorab so eingestellt. Okay. Sie können nur die Hand heben. Also wenn Sie eine Ja-Nein-Frage formulieren können, können Menschen die Hand heben, um darauf zu antworten. Das tut mir leid. Okay, das wird dann schwieriger, glaube ich, zu sehen, ja. Wir können ja mal sagen, wie viel Prozent glauben, dass es, ich kläre es nachher auf. Wir waren bei den gesetzlichen Antworten. Also das wichtigste Gesetz, was es eigentlich gibt, ist das sogenannte Digitale Dienstegesetz. Das ist ein Gesetz, was wir hier in Europa in dieser Legislaturperiode beschlossen haben, das für ganz Europa gilt, für alle Digitalplattformen und auch egal, wo diese Digitalplattformen ihren Sitz haben. Und da gibt es nochmal besondere Regelungen für die ganz Großen, also Google, Meta mit Instagram, WhatsApp und so weiter, aber auch TikTok zum Beispiel, die fallen alle darunter. Und wir haben ja schon gehört, es gibt das große Problem, Jenny King hat es schon gesagt, warum Desinformation verbreitet sich einfach immer viel, viel schneller als jeder Fakt. Ja, also oft hört man ja, naja, ihr müsst einfach besser kommunizieren und man muss eben dagegenhalten, man muss genauso gut sein auf Social Media wie die Rechten und die Klimaleugner. Es funktioniert halt nicht, wir geben uns ja Mühe, das zu tun, es funktioniert halt nicht. Es ist so wie bei einem Fußballspiel, wenn wir selber ein Tor schießen, dann kriegen wir einen Punkt und wenn die anderen ein Tor schießen, dann kriegen sie eben 100 Punkte, weil das eben vielen Menschen mehr gezeigt wird, weil die Algorithmen eben so optimiert sind, dass je mehr Empörung entsteht, desto mehr Menschen werden diese Inhalte gesteigt. Und deswegen kommt man da immer so schlecht gegen an. Das Problem bei Desinformation ist, dass man normalerweise, wenn man das Internet reguliert, sagt, man reguliert illegale Inhalte. Ja, man kann also nur Sachen löschen lassen, die illegal sind. Desinformation ist aber in den meisten Fällen nicht illegal. Normalerweise nicht, weil man kann ja was Falsches behaupten. Das ist nicht verboten. Das ist in einer freiheitlichen Demokratie auch wichtig, dass man auch was Falsches behaupten kann.
Und deswegen ist es so schwer zu greifen. Und es ist auch ein schwieriger Ansatz, zu sagen, wir machen das jetzt einfach illegal. Da muss man schon sehr, sehr klare Kriterien ansetzen, damit es nicht zu Zensur führt. Wir haben aber in diesem Digitale-Dienste-Gesetz einen Artikel, das ist der sogenannte Artikel 34 mit den Risikobewertungen, der ist relevant, weil dieser Artikel 34 sagt, die Plattformen müssen Risikobewertungen vornehmen, wie sich ihre Funktionsweise, ihr Geschäftsmodell und dazu gehören eben auch diese Algorithmen, die empörende Inhalte an besonders vielen Menschen verbreiten, wie die eine Gefahr darstellen für Grundrechte, für Demokratie, für öffentlichen Diskurs, für Wahlen, für öffentliche Sicherheit und ähnliches. Und da könnte man natürlich argumentieren, dass Klimawandel also sehr eindeutig ein Risiko darstellt für die öffentliche Gesundheit und für die öffentliche Sicherheit. Und man könnte auch darstellen, dass diese ganze gezielte Falschinformation ein sehr klares Risiko darstellen für den öffentlichen Diskurs und für Wahlen. Wir haben als Grüne, ich habe dieses Gesetz direkt verhandelt und wir haben damals versucht, Klima- und Umweltfragen als eigene Risikokategorie einzubauen. Da gab es überhaupt keinen politischen Konsens für, weder bei der Kommission, also nicht mal die Sozialdemokraten sind da mitgegangen. Ja. Chancenlos, aber ich glaube, man kann sehr gut argumentieren, warum Klimadesinformation trotzdem unter diese Gefahren fällt. Und diese Risikobewertung, das ist gerade jetzt relevant, weil die kommen seit Ende August und werden gerade von der Kommission gelesen. Und die werden nicht nur gelesen, sondern die Plattformen müssen eben auch vorschlagen, was sie für Maßnahmen gegen diese Gefahren vorschlagen. Und die Kommission kann das auch einfach anordnen. Das heißt, die Kommission hätte eigentlich jetzt die Möglichkeit, auf Grundlage dieser Risikoberichte, dieser Risikobewertung zu sagen, wir wissen, dass eure Algorithmen ein Problem sind für Desinformation. Zum Beispiel für Klimadesinformation, aber es gilt auch für andere Formen von Desinformation. Das ist ein Risiko für Wahlen. 2024 haben wir Europawahl. Ihr ändert jetzt die Algorithmen. Das ist was, was man jetzt eigentlich machen könnte. Da gibt es eine gesetzliche Grundlage für und man muss nichts zensieren. Man sorgt nur dafür, dass Klimadesinformation nicht mehr Aufmerksamkeit und mehr sichtbar bekommt als Fakten. Es geht also überhaupt nicht darum, irgendjemanden zu zensieren oder irgendwas zu löschen, sondern einfach nur, dass wir wieder überhaupt die gleiche Ausgangslage haben. Ja, so ein bisschen ähnlich, wie wir das ja in klassischen Medien auch haben. Da gibt es einfach klare Regeln, damit man eine Meinungsvielfalt hat. Und die Meinungsvielfalt ist gerade im Internet sehr schwierig geworden. Das ist was, was man jetzt machen könnte. Dann haben wir, was wir noch haben in diesem Gesetz, das Thema Targeting. Im Moment werden ja diese Unternehmen, diese Plattformen haben sehr große Profile über uns und spielen dann immer genau das aus, von dem sie wissen, dass es uns persönlich aufregt. Ja? Also mich regt ja nicht das Gleiche auf wie den Porsche-Fahrer zum Beispiel. Ne? Das heißt, Menschen, die zum Beispiel jetzt mit Spritpreisen ein besonderes Problem haben, weil sie weit pendeln, die kriegen halt das Narrativ, die Spritpreise werden zu teuer aufgrund der Grünen oder wegen der Klimaschutzmaßnahmen. Leute, die ein großes, schlecht isoliertes, schlecht gedämmtes Haus irgendwo auf dem Land besitzen und nicht so ein hohes Einkommen haben, die kann man genau finden. Und an die wird das eben das Narrativ ausgespielt, euch wird die Heizung ausgebaut nächstes Jahr und die Heizkosten steigen und so weiter, ja. Und da haben wir so eine halbe Lösung. Wir verbieten das, haben es nicht geschafft, es komplett zu verbieten, dieses Targeting aufgrund der Profile. Aber wir sagen zumindest, man kann man nicht mehr targeten nach sensiblen Daten. Das sind politische Zugehörigkeit oder Orientierung, sexuelle Orientierung, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheitsdaten, weil Menschen, die irgendwie ängstlich sind oder depressiv, die bekommen eben besonders krasse Sachen ausgespielt. Und das ist alles schon drin in dem Gesetz und das muss man jetzt halt stark stellen. Zweite Maßnahme auf gesetzlicher Ebene ist so ein bisschen, es gibt sehr viele Initiativen auch auf Ebene der Vereinten Nationen. Gerade der Generalsekretär ist da ja wirklich sehr, sehr engagiert, was die Rolle der Plattform und das Klima angeht. Und man könnte eben einen internationalen Prozess aufsetzen auf Ebene der Vereinten Nationen, um zu definieren, was ist denn eigentlich Klimadesinformation und zum Beispiel dafür sorgen, dass man keine Werbung mehr auf Klimadesinformationsbeiträge schalten kann, weil damit würde das gesamte Geschäftsmodell wegfallen, was Jenny King gerade dargestellt hat. Ja, das ist ja ein Riesengeschäft, mit dem sowohl einzelne Akteure als auch die Plattform unfassbar viel Geld verdienen. Ja, es steckt nicht immer eine politische Absicht dahinter. Ne? Manchmal ist es wirklich nur Geldmacherei. Und da könnte man so einen Prozess auf Ebene der Vereinten Nationen aufsetzen. Die arbeiten auch schon dran. Und das muss man, glaube ich, außenpolitisch und auf Klimakonferenzen und so weiter sehr stark politisch unterstützen. Jetzt so ein bisschen die Frage, die uns halt immer so ein bisschen umtreibt. Was können wir denn eigentlich in der Gesellschaft machen? Ich habe so ein bisschen, ich warne immer so ein bisschen davor. Die Frage steht, glaube ich, auch schon im Chat.
zu sagen, wie kann man einzelne Menschen zurückholen, die so radikalisiert sind? Ich weiß es nicht. Das kann keiner beantworten. Ja, das ist eine unglaublich schwierige psychologische Frage. Die Lösung geht nur über sehr enge persönliche Beziehungen in der Familie oder mit engen Freunden. Aber es gibt da einfach keine simple Lösung für irgendwie, wie man diese Menschen deprogrammieren kann oder so. Was wir tun können, ist verhindern, dass immer mehr Menschen da reinrutschen und dass wir am Ende in so einer Situation sind als Gesellschaft, wo niemand mehr so richtig zwischen Wahrheit und Fakten, zwischen Wahrheit und Lüge überhaupt unterscheiden kann. Weil das ist ja das, was gerade auch diese russischen Akteure wollen und die rechtsextremen Akteure, dass wir einfach niemandem mehr vertrauen, eben auch der Wissenschaft nicht. Das heißt, man muss verhindern, dass noch mehr Menschen da reinrutschen. Wie man einzelne Menschen zurückholt, ist eine extrem schwierige Sache. Wo ich auch immer vorwarne, die Antwort kann auch nicht nur sein Medienkompetenz. Ja, Medienkompetenz ist super wichtig, auch online, aber diese Plattformen sind einfach, also man kann Sachen so ausfeilen und so lange testen und da steckt so viel Geld hinter und so viel Tausende von ausgebildeten Psychologen, dass es unglaublich schwierig ist, sich als einzelner Mensch dagegen zu wehren, ja. Da würde ich auch vorwarnen. Was man aber machen kann, ist, dass man, glaube ich, unsere Narrative als NGOs oder als Partei viel, viel stärker, ein bisschen weniger die Fakten in den Mittelpunkt stellt und die praktischen Sachen, die gemacht werden müssen, sondern viel, viel mehr auch die Emotionen und die Ängste der Menschen berücksichtigt und ganz klar adressiert. Emotionaler werden, das heißt nicht, dass man lügt, ja, oder sich auf diese gleiche Ebene bewegt wie die anderen, aber dass man Menschen einfach emotionaler abholt, wo sie da stehen, ja, und nicht nur von Infrastrukturen spricht, das sind alles Sachen, die braucht man, aber eigentlich muss man den Menschen ja kommunizieren, wir verstehen, was sie für Ängste haben in dieser Veränderung, in diesem großen Wandel und wir holen sie da ab und haben auch Bilder, um das zu kommunizieren. Was dann wichtig ist, ist Resilienz zu schaffen. Ich werde zu lang, ne? Resilienz zu schaffen in der Gesellschaft, also die Fähigkeit als Gesellschaft, diese Muster und diese Maschine, die hinter der Desinformation steckt, zu verstehen. Das heißt, es geht nicht so mehr den einzelnen Post irgendwie zu verstehen, ob das jetzt Desinformation ist oder nicht, sondern dass Parteien ein Bewusstsein dafür entwickeln, NGOs, gerade die großen Kirchen, Gewerkschaften und ganz wichtig natürlich Journalistinnen und Journalisten, die Medien, dieses ganze System verstehen, wie die Plattformen funktionieren, wie die Akteure stehen, funktionieren, die dahinter steckt, was für globale Netzwerke dahinter stecken, ja, dass das oft nicht Sachen sind, die in Deutschland entstehen, sondern in den USA und global ausgetestet werden. Diese ganze Maschinerie zu verstehen, das ist extrem wichtig. Also so ein grundsätzliches Bewusstsein für das Problem schaffen. Dann, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, nicht immer nur fokussieren, was ist eigentlich der politische Hintergrund, der inhaltliche Hintergrund, ja, also ich glaube, dass zum Beispiel wachsende soziale Ungleichheit eine Riesenrolle spielt, dass manchmal gesetzliche Maßnahmen nicht gut kommuniziert werden, ist absolut alles wahr. Es gibt immer auch inhaltliche Gründe. Aber dass diese Verstärkung so stark ist, das liegt an dem System. Und das System ist das Erste, was man jetzt angreifen und ändern muss. Wichtig ist, dass man kontinuierlich mit Wissenschaft und Forschung zusammenarbeitet. Das ISD, also das Institut für das Jenny, arbeitet. Die bringen zum Beispiel jede Woche einen Bericht raus, was die neuen Trends sind. Also was kommt diese Woche? Und die können das auch über Monate schon vorhersehen. Das heißt, man kann sich auch schon darauf vorbereiten und auch schon Gegendarstellungen schreiben, kommunizieren. Und am besten ist es, dass dieses Wissen bei den NGOs selber ankommt. Im Klima zum Beispiel Bereich. Wir haben auch schon mal mit der Klimaallianz gesprochen. Ja, aber wenn die großen Klima- und Umwelt-NGOs wissen, okay, in 3 Monaten kommt wahrscheinlich das und sich darauf schon vorbereiten können und dann schon selbst zum Beispiel an die Presse gehen können und sagen, lasst uns vorbereiten auf diese Kampagne, schreibt schon mal darüber, dann ist man so ein bisschen wie immunisiert. Das ist so ein bisschen wie eine Impfung der Gesellschaft, ne? Was wichtig ist, dass man auch gerade mit den eigenen Mitgliedern, wir als Partei, aber eben auch die NGOs mit ihren Mitgliedern darüber reden, ja, dass man Veranstaltungen macht, dass man erklärt, was passiert da, weil wenn man dann irgendwie auf der Straße, am Arbeitsplatz oder so angegriffen wird, dass man das eben auch erklären kann und dass man selber auch ein Verständnis dafür hat, warum Menschen plötzlich so eine ganz andere Haltung zur Klimapolitik haben, ja, und das sind ja oft sind es ja auch sehr persönliche Angriffe, ja, dass gerade Aktivistinnen auch wirklich physisch angegriffen werden, ja, und auch Menschen, die dafür stehen und ihr Gesicht dafür zeigen, angegriffen werden, dass man Verständnis dafür hat, dass nicht plötzlich der Arbeitskollege böse geworden ist oder so oder alles falsch ist, sondern dass da diese Maschine hintersteckt, das ist auch super wichtig. Physische Präsenz ist, glaube ich, super wichtig, dass man halt nicht nur online kommuniziert, jetzt für uns als Partei, Micha und mich als Grüne im Wahlkampf wirklich sehr verankert sein, vor Ort, im Viertel, auf der Straße mit den Leuten reden, ja, auch so ein bisschen dagegen gehen.
weil man kommuniziert, man, es wird einem halt geglaubt, wenn es ein Vertrauensverhältnis gibt, ne? Und deswegen ist das super wichtig. Ja, und vielleicht als letzten wichtigen Punkt noch, es geht hier wirklich um Demokratie. Es soll nicht nur Klimaschutz angegriffen werden. Viele dieser Akteure wollen Demokratie als Ganzes angreifen, gerade die rechtsextremen Akteure, die diese Narrative mitentwickeln und in die Welt setzen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir sehr breite Bündnisse entwickeln unter demokratischen Parteien, die klar sagen, sie stehen gegen Hass und Hetze, sie stehen gegen physische Gewalt, sie stehen für demokratische Regeln, sie grenzen sich ab vom rechten Rand. Und wir wissen, wie wichtig das gerade in Deutschland ist in diesem Moment, aber eben auch mit Gewerkschaften, mit Kirchen und so weiter, damit wirklich eine Mehrheit auf Seite der Demokratie und auch der Wissenschaft bleibt und wir da uns wirklich zusammentun und breit zusammenstehen und dem die Stirn bieten können, bis wir eben die sozialen Netzwerke so geändert haben, dass Fakten wieder genauso viel Raum finden wie Desinformation. Dankeschön. Vielen Dank. Bevor ich das Wort nochmal zurück an Jenny King gebe, die zwischendurch ihre Hand gehoben hat, möchte ich nochmal einmal ganz kurz an Ihre Anfangsfrage anknüpfen, weil die Schwarmintelligenz der Zuschauenden hat funktioniert. Es wurden ganz viele Guesses Genau, ich sehe es abgegeben, gerade, und zwar ja. Also zwischen 5% und 75%. Also es sind vielleicht schon können Sie das noch einmal kurz viele, die auflösen. nah dran sind. Das sind 47%. Ja, es ist eine krasse Zahl. Okay, Forschungsgruppe so 3, viel ja. dazu, dass Sie uns hoffnungsvoll stimmen wollten. Frau King, Sie wollten an der Stelle etwas ergänzen, wahrscheinlich als Frau Giese gesagt hat, wie man einzelne Personen Yes, adressieren kann. Stut. I have been frantically putting all 81 of the questions in the Q&A into Google Translate to try and see if I can pick up on some of the key themes. And there are a lot of questions that are in some way or another asking, how can I talk to people in my own life? Whether they are my relatives or my colleagues or, people who I share public space with, people in my religious institutions who are in some way falling down this rabbit hole. Either they feel like they're already entrenched in their positions or they are beginning to be vulnerable to mis and disinformation. And my job is not to be a strategic communications expert, and it's also not to be a behavioral psychologist. But ISD does do a lot of work on radicalization pathways and also on de-radicalization. Now, traditionally, we've done that in the context of violent extremist movements. But I think similar things now apply and are really being interrogated in the context of conspiracies. And so while Alexandra was talking, I've come up with five pieces of advice that I really do think will change the frame or change the lens through which we engage with people around us. The very first one, and I realize that this sounds like an accusation, it is not meant that way. It's just a reality of the fact that it's so frustrating, is come to all of your conversations with empathy rather than with blame. So it is really easy to say, immediately attack the person rather than attacking the argument. So, you fall quite quickly into the pattern of being so infuriated that somebody has fallen prey to something that seems ridiculous that you call them a conspiracist or you call them an extremist or you call them, a science denier. And what you haven't done is actually look at the reasons why that story, that narrative was resonant for them. Like, what was it that brought them into that space and made that the most successful line rather than the 99% of scientific consensus? And it is not because the vast majority of society are extremists or conspiracy theorists. It's just not fair to apply that label. But there is increasingly this sort of knee-jerk response of pushing everybody into these brackets and into these movements. So I would go back to saying, yes, attack the argument, don't attack the person, but also try not to think about the specific piece of content and instead to address or to interrogate the core themes of these conspiracies. We become really fixated and distracted by the fact that every hour, every day, every week, there is a new conspiracy theory or piece of disinformation that feels like it's going viral.
And you're always starting on the back foot, right? It's like people often say playing whack-a-mole, you know, or firefighting. You can't tackle all of those things at once. But more often than not, there are only three or four underlying themes that actually provide the connective tissue for all of these conspiracies and for all of these pieces of disinformation. And until we are honest about those themes and we confront those, we are constantly going to be in this kind of unwinnable race to fact check or to debunk or to respond to each new piece of information. And those core themes really come down to who holds power in society and who is being disadvantaged by the status quo, right? So almost all of the pushback that you now see to climate action is related in some way to the claim that it is stripping people of freedoms and that it is stripping people of civil liberties and that it benefits the elites, you know, the political establishment, the climate movement, George Soros, Bill Gates, the World Economic Forum, at the expense of real people's lives. And that is not a fear born out of extremist ideology. It's a fear born out of the fact that people can't pay their bills and that during COVID-19, in the space of 24 hours, they saw their lives dramatically change and that all of us are to some extent carrying the trauma of that moment. So in the way that you think about climate change and that you engage other people in climate change, I would really try and have a candid conversation with yourself about how people respond to crisis and how people respond to a sense of loss of control and of impotence. And the fact that for some people that drives them towards activism and protesting on the streets or joining for Fridays for Future. But for other people, there is something more comforting and more reliable and structured in the space of conspiracy theories. And often the energy that's pushing people into that space is one of trying to create order out of chaos. So those would be my first two pieces of advice. Come to conversations with empathy and address the core themes, not the specific content. And then some other really specific ones are start your conversations with questions rather than with answers. So barraging people with all of the information that you have and proving why you're right is not a very good way to have a dialogue with somebody. And like, we are just naturally as humans often more interested in being right than in being persuasive. But if you actually want to bring people into the space, you have to kind of put the desire to be right in the background and put the desire to be persuadable in the foreground. And again, what that means is starting with the person in front of you, asking them where they got their information from, why it is that they think that information is accurate. Do they think that there might be a kind of hidden agenda behind that information? And trying to pick apart why it is that they chose that particular narrative over another. So bring humans into the center of the conversation. And then I think the final thing I would say is try to focus on something proactive, something that feels like a motivating call to action. Because so many conversations around climate end in this very depressing and kind of doomerism space, where the message that you come away with is, wow, the situation is beyond fixing. You know, we've left things too late. The window of opportunity has closed. And again, that kind of despair is exactly what pushes people into conspiracies or into extremism or into hateful ideologies, is because it's the only thing that feels like it provides them with a pathway to act. So really try to think about ways that people can feel part of the solution, that they can feel part of a movement for change, and, you know, maintain the idea that it's not too late, that there are things that can be done at a community level, at a societal level, and at a global level, and making sure that you always balance the kind of gravity of the situation with some of those more positive pathways moving forward. Dankeschön. Das waren tatsächlich auch jetzt schon Antworten auf weitere Fragen aus dem Chat. Und ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass Frau King extra eine Klausurtagung ihres Instituts für diese Veranstaltung kurz verlassen hat und deswegen aber auch
10 Minuten früher gehen muss. Deswegen gerne, wenn es noch Fragen gibt, die sich nur an Frau King richten, die jetzt auch nochmal in das F&A stellen. Gerade kam noch eine Frage rein von Jan Dickmann, die ich jetzt vorziehe, weil sie so gut passt. Der fragt, ob es sinnvoll wäre, die Informationen, die es zu Klima gibt, Medienberichterstattung, aber auch natürlich Kommunikation vor Parteien, unterhaltsamer zu gestalten. Also könnte es eine Lösung gegen Desinformation sein, wenn dann einfach die Klimaschutzseite anfängt, genauso clickbaiting, entertaining zu sein. Gerne Frau King darauf eine Antwort und die anderen natürlich auch. Yeah, I mean, of course, we should all be trying to elevate the way that we discuss big problems, not necessarily so that they're clickbaity, but so that they are creative and so that they have different audiences in mind, right? And 99.9% of people in the world are never going to be able to access an IPCC report, right? Even the executive summary, it's always going to be beyond their bandwidth, the amount of time they have in the day. And even if they care about climate change, that's a really nuanced technical document to get your head around. So there is a huge challenge for anyone engaged in the climate movement to really think about the demographic that they're working with. You know, is it younger audiences? Is it older audiences? And what people find engaging, what brings them into a conversation space. And I guess it's a tough one because you don't want to pick up all of the bad habits of the other side, because then all you have is a kind of race to the bottom where everyone is making information more and more shallow to the extent that you lose any detail. And I don't think that that's what the scientific community or that the activist community should be doing. But you do have to distill very big problems and very big ideas down into bite-sized chunks that people can kind of snack on in between their very, very busy lives, right? And you need to come again from that position of empathy of assume that everyone cares about this, but they only have 2 minutes in their day in between childcare and getting to work and trying to feed themselves, right, to engage with this. So it's not that they don't care. It's just that they don't have time, right? They don't have time to wade through this massive information. So, of course, you know, using some of those as drivers for the way that you do communication is important. But I also think that it's about being a lot more creative with who we engage as gatekeepers of the conversation. And it is a reality that we've always, within society, had quite a narrow band of people who we consider to be kind of institutions unto themselves or credible spokesmen. And that might have been mainstream legacy media. It might be government officials. It might have been experts. It might have been think tanks. But those are not the people who retain the trust of the public, right? So we really need to take a step back and say, who do you listen to? Like, who do you respect in the online space or in the offline space? If you think about an average week in your own life, who do you have regular FaceTime with? Is it a social worker? Is it a teacher? Is it a religious leader? Is it a union? Is it your employer? Is it a, you know, online influencer? Is it your gaming community, right? Are you on Twitch or on Discord? And rather than dismissing those people as only ever part of the problem or only ever bad actors, is why are we not bringing them into the space and encouraging them to be ambassadors and champions, right? And so we really need to accept the reality that, like, society has flipped. And the people that have control in conversations are not the people that we imagined 10 years ago. And the other side understand that very well. And they are using that to great effect. And I don't think that the climate movement has necessarily been as quick off the mark in saying, let's use all of these new actors and find a reason for them to be part of the conversation. What's the incentive for the beauty bloggers and the celebrity chefs and the comedians and the music stars and the actors? Why would they want to engage with this conversation? And how can we work with them so that they still maintain their authenticity, but also that they have good information that they can adapt and share with their audiences?
Dankeschön. Herr Bloss, können Sie dazu vielleicht ergänzen? Sie sind ja viel auch auf sozialen Medien aktiv und versuchen dort Klima-News und Einblicke in Ihre Arbeit zu geben. Gibt es da ein Beispiel, wo Sie gemerkt haben, mit einer etwas entertainerischeren Herangehensweise haben Sie auch sofort ja, mehr Zusprechung oder mehr Reichweite bekommen? Ist das etwas, was Sie versuchen und was vielleicht auch erfolgreich ist? Ich versuche das natürlich. Ich glaube, wir alle im Europäischen Parlament versuchen, mit unseren Wählerinnen und Wählern, mit den Bürgerinnen zu sprechen. Ich glaube, was für mich einfach wichtig ist, ist, dass es die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen, dass es wirklich eine Konversation ist. Und ich versuche dann auch immer, darauf zu antworten. Ein Teil von diesem Versuch ist natürlich genauso ein Webinar, wie wir es heute machen. Ich finde es ganz großartig, dass um die 300 Leute da schon zuschauen und das alles mitnehmen, also so einfach darüber aufzuklären. Ich glaube, was total stimmt und was irgendwie auch interessant ist, es gibt ja durchaus Erfolge, die wir feiern können, auch hier im Europäischen Parlament. Also es ist jetzt ja nicht so, dass bei der Klimapolitik es immer nur noch schlimmer und schlimmer wird. Also wenn man sich das anschaut, ich meine es jetzt, ne, aber sozusagen, also vor 5 Jahren, da war die Europäische Union nach Climate Action Tracker, also wissenschaftlichem Institution, die sozusagen schaut, wie gut sind denn eigentlich die Policies, so in Richtung 3 Grad plus. Und jetzt haben wir Gesetze gemacht und sind eher in Richtung 2 Grad plus. Also haben wir uns um 1 Grad verbessert. Das ist jetzt, wir haben jetzt noch nicht, ne, wir sind noch kein 1,5, aber es ist echt was passiert. Und das ist der einzige Grund, meiner Meinung nach, ist, weil 2019 extrem viele Leute auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir wollen jetzt Climate Action haben. Also es geht was. Und wenn viele Leute irgendwie sich engagieren, dann passiert auch was. Das ist auch schön, ne, sozusagen. Also der Staat und der ist responsive, der hört da drauf. Was ich glaube, ich versuche das immer laut zu machen, dass wir auch Erfolge haben, dass wir auch im Parlament Erfolge feiern können. Und das finden viele gut. Ich finde es manchmal ein bisschen, genau, stellen wir das zu leise. Sondern es ist natürlich auch wichtig, es ist alles noch nicht genug. Und wir könnten eigentlich noch viel mehr machen und wir haben ganz viele Probleme. Aber ich glaube, es gibt auch ein paar Dinge, wo es Erfolge gibt. Und das ein bisschen lauter zu machen, das funktioniert gut. Danke. Frau Gese, bevor Sie erzählt haben, welche rechtlichen Werkzeuge Sie an der Hand haben im Europaparlament, kam die Frage tatsächlich auch, ob es gesetzgeberisch möglich wäre, Falschinformationen und die Verbreitung der Falschinformationen gerichtlich unter Strafe zu stellen. Das haben Sie so halbwegs beantwortet. Vielleicht können Sie darauf nochmal eingehen und dann auch auf die konkrete Frage, ob man Desinformationsbots verbieten könnte. Also das Problem mit den Bots ist ja, dass man erstmal beweisen muss, dass es Bots sind. Und wir arbeiten ja auch an einer Verordnung zu künstlicher Intelligenz und da muss man zumindest das angeben und da könnte man halt auch unterbringen, dass man Bots kennzeichnen muss. Also das ist da eigentlich auch schon mit enthalten. Ich glaube, das Problem ist halt nicht mehr die Durchsetzung und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass Bots sicherlich ein Teil des Problems sind, aber man weiß halt nicht so genau, wie groß das Problem ist. Aber es gibt einfach gerade sehr viele echte Menschen, die auf Online-Beiträge mit sehr viel Hass oder Gegenrede mehr oder weniger legitim reagieren. Also ich habe das Bots-Problem vor einigen Jahren auch gesehen. Im Moment habe ich das Gefühl, also bei mir passiert es mehr, wenn ich so Sachen zu queerer Community zum Beispiel mache und Desinformation, da ist es eigentlich so ähnlich gelagert. Und da versuche ich halt auch irgendwie sympathisch zu kommunizieren, dass man Leute mitnimmt und hatte so ein Reel mit einer Drag Queen und wie so ein bisschen erzählt und so. Und das ist eigentlich was Leute sehr einfach mitnimmt. Und die Anzahl von Hasskommentaren, die wir da drauf bekommen haben, das ist schon einfach ziemlich, ziemlich krass, ne? Und das sind, glaube ich, keine Bots, weil wenn man den Leuten antwortet, die reagieren halt auch schon drauf. Das sind schon echte Menschen. Da gibt es schon sehr, sehr viele Menschen, die es spontan machen. Es gibt auch sehr starke, große, koordinierte Netzwerke, die sehr gezielt, wo dann in irgendwelchen Telegram-Gruppen gesagt wird, so geht mal schnell alle dahin und so. Und dann hat man in 3 Minuten 100 Hasskommentare oder so, ne?
Also ich glaube nicht, dass die Bots das Problem sind. Das Problem sind einfach die Algorithmen, die geändert werden müssen, die dafür sorgen, dass diese Beiträge so viel Aufmerksamkeit bekommen. Alles andere kann man sich mal anschauen, ja, aber es ist nicht das zentrale Problem. Das zentrale Problem ist das Targeting und vor allen Dingen die Algorithmen. Und wenn man die Algorithmen ändert, dann hat man schon mal eine ganz, ganz andere Situation und dann kann man da wieder drauf reagieren. Und dafür haben wir eine gesetzliche Grundlage. Das muss man nur jetzt durchsetzen. Das ist eigentlich das Einfachste, bevor wir jetzt wieder was Neues erfinden, wie man, also wenn wir Desinformation illegal machen, dann kann man natürlich sagen, okay, so Sachen wie Leugnung des Klimawandels oder so kann man machen. Dann haben wir eine riesige Zensurdebatte, weil wir genau das Narrativ füttern, was Jenny King gerade gesagt hat, dass dieser ganze Klimaschutz nur dazu dient, Menschen ihre Freiheiten zu nehmen. Ja, dann füttern wir genau dieses Narrativ. Und das ist, glaube ich, einfach nicht klug. Was klug wäre, wäre so ein Prozess auf Ebene der Vereinten Nationen zu haben, wo man mehr auf diplomatischer Ebene dran arbeitet. Was ist denn eigentlich Klimamiss- und Desinformation? Das gibt es ja auch schon, ja, und dafür sorgt, dass sich das so ein bisschen mehr auf Regierungsebene verankert. Aber jetzt dieses Narrativ zu füttern, die Grünen oder die Klimaschützer, die wollen alles verbieten und jetzt verbieten sie uns sogar die Meinungsfreiheit. Halte ich nicht für schlau, ehrlich gesagt, unabhängig davon, ob man das machen kann oder nicht. Man hat aber auch das Problem, natürlich gibt es diese krasse Klimawandelleugnung, die könnte man verbieten, glaube ich, weil man sagt, das ist einfach wissenschaftlich kein Fakt. Aber was ja eigentlich jetzt das Problem sind, sind diese Klimaverzögerungsdiskurse, ne, die Micha auch beschrieben hat. Ja, also lass uns über CO2-Speicherung reden, anstatt über CO2-Vermeidung. Oder was man jetzt in Deutschland ja auch ganz viel hört, das Problem ist ja nicht Deutschland. Deutschland ist ja so ein kleines Land. Jetzt soll China mal machen, ja? Ohne zu verstehen, dass das natürlich für Europa bedeuten würde, dass kein anderer mehr was macht, nur noch Deutschland, weil Deutschland das größte Land in Europa ist. Und ohne zu verstehen, dass es eigentlich um Pro-Kopf-Aufkommen geht, ja, auch Pro-Kopf-Produktion von CO2. Aber dieses China-Argument, das höre ich ständig, ja, auf jedem Podium kommt es. Und das sind eigentlich, und sowas kann man ja nicht verbieten. Das macht ja auch keinen Sinn. Also wir wollen ja auch nicht in Meinungsfreiheit eingreifen. Wir haben schon genug Probleme mit autoritären Regimen und Autokratisierung in der Welt, auch in Europa, wo eben Regierungen in die Meinungsfreiheit eingreifen. Und da sollten wir, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein. Von daher, wir haben das digitale Dienstegesetz. Lass uns daran arbeiten, dass mehr Leute das kennen, dass mehr Leute dieses System kennen, dass man über die Risikobewertung die Kommission dahin bekommt, dass sie den Plattformen einfach Auflagen gemacht, dass sie die Algorithmen viel transparenter gestalten müssen und dass sie eben nicht immer empörende Inhalte, zu denen Desinformation sehr systematisch gehört, über die Fakten stellen kann. Dann schafft man einfach wieder, was wir hier das Level Playing Field nennen, also so ein Spielfeld, wo eben sich alle drauf betätigen können. Und dann hat man eben auch viel mehr besser eine Chance, wenn man selber gute Klimadesinformation und ansprechende Informationen macht, ja, wie auch Comics und alles möglich. Das wird dann nämlich gesehen, weil jetzt geben wir uns oft sehr viel Mühe, aber durch die Algorithmen wird es halt viel, viel weniger gesehen als irgendjemand, der schreibt, die wollen uns wieder alles verbieten. Und deswegen muss man da, glaube ich, erstmal dran. Ich möchte gerne eine kurze Frage einschieben und bitte um kurze Antwort, wenn es möglich ist, damit Frau King dann noch was sagen kann, bevor sie gehen muss. Hermann Stepkes hat vorhin gefragt, warum die Kommission etwas gegen Desinformation tun könnte, aber es nicht macht und was sie hindert. Sie haben jetzt gerade schon ein paar Dinge erwähnt, Druck aufbauen, aber vielleicht können Sie das noch einmal ausführen. Ja, also es ist ja nicht so, dass sie nichts tut. Es gibt ja auch eine andere Abteilung, die sich so ein bisschen mit ausländischer Desinformation befasst und da Monitoring macht und das beobachtet. Die tun schon was. Die haben halt gerade erst diese Berichte auf den Tisch bekommen und müssen sich jetzt beraten, was sie tun. Die haben zwei Probleme eigentlich. Erstens muss alles hundertprozentig rechtssicher sein, weil was es bedeutet, gegen Google oder Meta oder TikTok zu gehen, das Erste, was die machen, ist zu klagen. Ja, die ziehen vor Gericht und dann haben die Heerscharen von Tausenden von Anwälten, die sehr viel Erfahrung damit haben, die dann gegen die Kommission klagen. Das heißt, die müssen irgendwas machen, was absolut rechtssicher ist und das dauert halt. Zweitens, Google und Meta investieren unfassbar viel Geld in Lobbying. Also die geben mehr Geld für Lobbying aus mittlerweile als die Gas- und Öllobby. Ja, das sagt hier allen Klimaschützern was, was das für Größenordnungen sind, um hier das Parlament zu beeinflussen und alle Leute, die hier so ein bisschen tätig sind. Und dagegen müssen die eben auch ankommen. Und deswegen müssen die erstens sehr rechtssicher arbeiten und es braucht ein bisschen Zeit.
Und zweitens brauchen die politische Unterstützung. Die müssen das Gefühl haben, das ist politisch gewollt. Ja, die Kommission, die arbeitet ja auch nicht im luftleeren Raum. Das heißt, wenn sich zum Beispiel unsere Minister der Bundesregierung mal hinsetzen würden und einen Brief schreiben würden und sagen, wir finden es super, dass ihr jetzt das digitale Dienstegesetz durchsetzt und guckt mal auf Desinformation und guckt dabei auch mal auf Klima. Und ich versuche das gerade im Parlament zu organisieren, dass wir das als Abgeordnete machen. Aber das können sich auch NGOs zusammenschließen und sowas machen, ne? Ich bin da gerne ansprechbar, was die Details sind dieses Gesetzes, was man da genau sagen kann, worum es genau geht. Wenn sich alle großen Klima-NGOs auf europäischer Ebene mal zusammenschließen und die Kommission anschreiben und sagen, wir wollen das und das dann an Journalisten kommunizieren und dann eine Veranstaltung zu machen, dann schlägt das eine richtige Welle und dann hat die Kommission Unterstützung. Und das können wir jetzt machen. Das nehme ich schon mal mit als Appell für den Schluss. Frau King, jetzt wäre die Möglichkeit, nochmal auf das zu reagieren, was Frau Gese vorhin gesagt hat, und auch ein Schlussstatement vielleicht. Yeah, absolutely. I mean, I agree with everything that Alexandra said, to be honest. In particular, the idea that trying to take a very blunt kind of content moderation or content removal approach to this problem, I think is both unenforceable, but actually also counterproductive. So this isn't just because the social media companies are never going to have enough moderators to really look at some of this more nuanced content, you know, the stuff that isn't outright climate denial, but is climate delay. It's far too murky to not be very, very labor intensive. But even if it was possible, I still don't think that it would be dealing with the right problem. It would feel satisfying to say, oh, we've kind of banned this or banned that. But I think that it provides an enormous amount of fuel to the claim that certain people's ideas are considered to be illegitimate and that they're not heard within society. And, you know, when I talked earlier about the fundamental themes in this mis and disinformation, it's exactly that certain people are told, we don't want to hear from you. We don't want to give you power. We don't want to allow you to progress. You know, we're going to brand you with all of these negative descriptions or say that you're a conspiracist or say that you're an extremist. And instead, what we should be doing is removing the financial incentives, because that is so much of what drives this ecosystem, is that there is a business model. There is a business model for the platforms. There is a business model for the oil and gas companies. There is a business model for individual content creators. And that actually, if you unpick that system, you're probably going to go 90% of the way to dealing with the wider problem without getting into this very, very difficult territory of saying, this post is allowed, this post isn't allowed, and I have to have someone that sits in the middle and acts as a judge and an adjudicator in that process. So I really think that addressing some of those issues around monetization, like in a liberal democracy, you should be allowed to not believe in climate change. We might hate the fact that people don't believe in climate change, but it is your right as a citizen. I think we get into really, really tough space if we kind of remove that fundamental right. What you shouldn't be allowed to do is to make money off of telling millions of other people that climate change doesn't exist, or saying that, you know, Green Party members deserve to be shot, or that, you know, we should be running over climate protesters, right? You shouldn't be allowed to create a business proposition out of that process. So that's it, you know, it's still dealing with the same problem, but it's actually focusing on something that is solvable and that I think is much safer territory and much more likely to deal with the root causes of the problem, is that if you make this non-profitable, thousands of the actors engaged in this space will immediately drop off and move on to something else, right? Because they're not ideologically committed. They are selfishly committed for the sake of personal gain. So that is really where I would focus our attention, is in saying to the social media companies, you shouldn't be able to make money off this, and your creators shouldn't be able to make money off this. And that's where we want transparency, and that's where we want scrutiny, is not on each individual post, but it's on the systems and it's on the architectures that allow that stuff to rise to the surface. And, you know, often that is referred to as freedom of speech versus freedom of reach. We are all entitled to freedom of speech, but we are not entitled to the biggest megaphones that have ever existed in the history of the human race to spread lies and hate and abuse, right? I think that that's a much easier argument to make. I guess where I would finish
is, again, I've been trying to translate as much as I can in the chat, and I'm like nodding at a lot of the things that, that people are writing. But is really to come back to that space of, for yourself as people online and for yourself as individuals trying to engage with those around you, is, I often say, introduce as much friction as you can. And by friction, I don't mean tension. Please don't go out and start fights. But what I mean is the gap between seeing a piece of content and responding to a piece of content. We all move far too quickly. And it is part of the reason why the online space is such a toxic mess, is because even those of us with good intentions, we are just used to making a spontaneous, instantaneous decision. And as a result, we're all using the emotive side of our brains and not really the kind of rational, constructive part of our brains. And as consumers of content, it is, we all have to have a responsibility in providing that pause. See something, process what it's made you feel. Is it rage? Is it anger? Is it despair? Is it hatred? And just like mull over that feeling a little bit before you then move forward to a response. And I think that if, you know, if everyone took away that, that mentality and sort of tried to approach conversations, as I said, with as much empathy as possible, it would already go at least a little bit of the way in terms of changing our conversation landscape and how we all relate to each other on this issue. Vielen Dank. Ich würde sagen, wenn Sie wollen, können Sie ein bisschen frühzeitig rausspringen. Und ich habe die Zuschauenden sehr wahrgenommen, sehr interessiert wahrgenommen und glaube und hoffe, dass Sie neue Abonnentinnen für Ihre Newsletter bekommen in den nächsten Stunden. Herr Blotz, jetzt haben Sie sehr lange gewartet, um auch noch zu ergänzen. Ich würde Ihnen nochmal einfach das Wort erteilen. Ja, herzlichen Dank. Nein, ich wollte eigentlich nur Frau King noch eine Frage stellen, aber die ist jetzt ja schon zu Recht entlassen, weil sie uns einen wunderbaren Vortrag gegeben hat. Also von daher, glaube ich, kann ich nur, also ich habe super viel heute mitgenommen. Aber ich glaube, auf der einen Seite ist man ja oft wie erschlagen von dem, was einem da sozusagen an online entgegenrauscht. Man hat das Gefühl, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die sind so viele und ich bin da alleine. Und wie soll man da eigentlich noch dagegen halten? Was mir jetzt klar ist, ist, dass dahinter stehen halt einfach Strukturen, dahinter steckt Koordination, dahinter stecken unterschiedliche Interessen. Die einen wollen das demokratische Vertrauen in die Institutionen zerstören. Die anderen wollen einfach weiter CO2 ausstoßen und Öl und Gas und Kohle verkaufen. Aber das sind eben sozusagen systemische Dinge. Und das gibt einem dann auch die Möglichkeit, vielleicht in den privaten Unterhaltungen am Küchentisch mit der Familie und so weiter, nicht daran zu denken, sondern an die Menschen an sich. Und da fand ich sehr schön, diese Herangehensweise, also mit Empathie, mit Fragen, mit Unterscheiden zwischen sozusagen der Persönlichkeit an sich und dem, was da vielleicht auch aufgeschnappt worden ist und was da eigentlich dahinter steckt, vielleicht eine Wut und so weiter. Ich finde es total wichtig, immer wieder zu betonen, dass es einen wissenschaftlichen Konsens gibt und wenn man sich an diesen wissenschaftlichen Konsens hält, dann macht man nichts falsch. Man macht sogar etwas richtig. Ja, also es ist okay und gut, auf die Wissenschaft zu hören und danach zu agieren. Ich glaube nur eben sozusagen, dass das eben es eine Falle ist und vielleicht auch ein Ziel von dieser Desinformation in diese Art von, es geht doch sowieso nichts oder wir haben überhaupt keine Macht, ne, zu fallen. Also das stimmt nicht. Wir haben auch Macht, auch als Bewegung, auch als diejenigen, die sozusagen auf die Wissenschaft sind, hat man viel erreicht und hat viel Macht. Und das darf man sich ruhig wieder auch ja, zu Gemüte rufen, dass da wirklich schon viel geschaffen worden ist. Nicht immer so viel, was man will, aber es wurde was geschafft. Und als letzten Punkt, vielleicht schaffen wir ja auch es, die Social-Media-Welt noch so ein bisschen aufzuräumen. Und vielleicht wird Blue Sky bald öffentlich, dass jeder mitmachen kann und keine Invite-Codes bringt. Und vielleicht ist es ein Netzwerk, wo wir wieder eine menschliche Art und Weise haben, miteinander zu kommunizieren und Missinformation nicht so einen großen Raum hat. Also vielleicht ist da ja auch ein Hoffnungsschimmer.
Ich sehe schon, dass Menschen hier auch im F&A-Tool sich bedanken und sozusagen empathisch miteinander sind. Das ist doch schön zu sehen, dass das in diesem geschlossenen Raum schon mal funktioniert. Ich möchte eigentlich abschließen, weil wir auch schon sozusagen am Ende der Zeit gelandet sind. Einen Gedanken oder eine Frage gebe ich jetzt einfach so als offene Frage noch mit auf den Weg. Das war nämlich der Hinweis darauf, dass es an den positiven Narrativen fehlt und die Frage, wo die bleiben. Frau Gese, Sie sind jetzt nicht darauf vorbereitet, darauf noch spontan in einer Minute zu antworten, aber vielleicht haben Sie da noch einen kurzen Gedanken dazu, inwiefern das ja auch kommuniziert wird, aber nochmal bestärkt werden kann, dass es eben auch möglich ist, von einer Zukunft zu sprechen, in der die Klimaziele erreicht wurden und dieses Bild mehr zu malen und sozusagen dem der Desinformation etwas Schönes, ein positives Narrativ entgegenzusetzen. Ja, absolut. Also ich fand das immer total richtig, auch eben nicht zu sagen, man will die Diskussion, die wir in den Städten haben, man will Parkplätze weghaben, sondern man will, dass die Kinder sicher mit dem Fahrrad zur Schule fahren sollen. Ja, also ich finde, es ist ein Zuwachs an Lebensqualität und nicht ein Verzicht, wenn wir Klimaschutz machen in sehr vielen Fällen. Und das sollte man, glaube ich, auch nicht nur sagen, sondern eben auch Bilder haben, die das darstellen, weil das eigentlich sehr viele Menschen gut finden, ne? Das finde ich total wichtig, dass wir das auch in Bildern wirklich, wirklich zum Ausdruck bringen, welche Lebensqualität zum Beispiel eine Stadt hat, die Klimaschutz macht. Die ist ja auch für Menschen. Das kann man sich, wer Paris oder Kopenhagen kennt. Wenn man sieht, wie sich Paris verändert hat seit den 80er Jahren bis heute, das ist einfach unfassbar und das ist eine wunderschöne Geschichte. Und einfach diese Fotos, diese Bilder zu benutzen, ja, fände ich total wichtig. Was ich auch nochmal wichtig fände, weil wir hier beide Europapolitik machen, Michael Bloss und ich, und er hat ja schon gesagt, als er angefangen hat, da sah es so aus, als würde Europa Richtung 3 Grad steuern, beziehungsweise so dazu beitragen. Und jetzt sind es 2 Grad. Das ist ja ein riesiger Erfolg. Ja, das ist noch nicht da, wo wir hinwollen. Aber wenn wir überlegen, ganzes Grad runter, nur mit den Gesetzen, die wir gemacht haben. Und für die digitale Welt, die ja gerade dieses Problem so stark verursacht, gilt es ja genauso. Also als ich hier angefangen habe, da hat man mir gesagt, ja, diese Digitalplattformen, die können Sie doch nicht regulieren, Frau Gese. Das ist Technologie und die sind viel zu mächtig und die sind ja viel größer als jedes europäische Land. Wo wollen Sie denn da hin? Was wollen Sie denn da machen? Ja, und jetzt haben wir dieses digitale Dienstegesetz gemacht, was sehr gut und differenziert auch reguliert und eben nicht einfach sagt, bestimmte Inhalte sind verboten, sondern sich wirklich diese Algorithmen, die problematischen Mechanismen der Plattform anschaut. Das ist noch nicht perfekt, weil es hier natürlich auch viel Gegenwind gegeben hat und viele Menschen verstehen das System auch nicht. Aber wir haben Gesetz dafür, das gibt es nirgendwo sonst in der Welt, das gibt es nur in Europa. Ja, und aus den USA rufen die Leute bei mir an und bei uns an und sagen, wie habt ihr das gemacht und wie macht ihr das und wir hoffen darauf. Ja, wir wollen das auch haben und wir schaffen das nicht. Das ist wirklich ein Gesetz, was so ein Leuchtturm ist für die ganze Welt und wir haben es eigentlich schon und müssen es jetzt nur noch durchsetzen und dafür sorgen, dass unsere politischen Spitzen, meine Kolleginnen und Kollegen, aber eben auch die NGOs, die Journalistinnen, das kennen und verstehen, was man damit machen kann und brauchen eigentlich nur noch Öffentlichkeit damit schaffen. Und gerade hat auch jemand die Frage gestellt, weil ich mich so ein bisschen despektiert über Medienkompetenz geäußert hat. Aber natürlich genau diese Mechanismen, die müssen wir verstehen. Das ist super wichtig. Und ich glaube, das fängt auch an. Ja, und Personen wie Jenny King tragen auch total dazu bei, dieses Wissen rauszutragen und zu sagen, da geht es nicht um Digitalgesetzgebung und irgendeine technische Nische, was so ein paar Nerds mal machen sollen, sondern es geht wirklich um die großen Fragen unserer Zeit. Es geht um Demokratie, es geht um Klimaschutz. Es geht darum, wie frei wir leben können. Das hat alles damit zu tun. Und diese Übersetzungsarbeit versuchen wir ja auch heute Abend zu leisten. Und die gesetzlichen Grundlagen, die haben wir alle schon geschaffen. Wir müssen es jetzt nur noch umsetzen. Und das ist, glaube ich, eine ganz großartige Aufgabe für uns alle jetzt gemeinsam. Vielen Dank. Ich würde sagen, diese Gespräche werden alle weitergeführt. Das war jetzt ja nur 1,5 Stunden für ein wirklich riesiges Thema mit vielen Aspekten. Insofern danke für die verschiedenen Beiträge. Danke auch an alle, die hier waren und zugehört haben und Fragen gestellt haben. Heinz Klotz hat uns allen viel Durchhaltevermögen gewünscht, bevor er sich verabschiedet hat. Und das wünsche ich auch. Und damit, genau, einen schönen Abend.